So, was haben wir hier? Ich habe einen Mini-Entsafter mir besorgt. Der hat jetzt bei eBay ungefähr 3 Euro gekostet und 3,50 Euro. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich mache mal kurz das Fenster zu. So, der hat jetzt aus China ungefähr 3 Wochen gebraucht oder 4 Wochen, bis er angekommen ist. Das hier ist die Verpackung gewesen. Chinesisch. Ich finde so chinesische Verpackungen immer ganz lustig irgendwie. Keine Ahnung warum. So, und jetzt zeige ich eben das Gerät. Das habe ich in einer Minute war das zusammengebaut. Also hier haben wir die Kurbel und innen drin haben wir dann so eine Schraube. Und hinter der Schraube sieht man, dass es so rot. Man vielleicht erkennen, da sind Klingen. Es sind insgesamt, glaube ich, 3 oder 4 Klingen. Also es wird also an diesen Klingen durchgeschraubt, sozusagen, oder vorbeigeschraubt. Also es wird einmal halt dann zerschnitten, zerkleinert und es wird durch die Schraube gequetscht. Und dann haben wir hier noch ein Sieb dafür. Da kommt das gequetschte. Wir haben vor dem Sieb haben wir noch hier so ein Plättchen, da wird das halt gegengeschraubt. Das ist auch noch mal hat auch noch mal so Zacken an der Seite überall. Vielleicht kriege ich das auch kurz noch mal auf. Hier. Also wenn ich das drehe, dann dreht sich das mit. Es kommt dann. Ja, ich schätze mal an den Seiten hier wird es dann so durchgequetscht. Also geschnitten, gequetscht und dann halt gesiebt. Und dann müsste da ein Saft rauskommen. Nachteil ist natürlich, dass wirklich alles aus Plastik ist. Auch nicht BPA-frei. Also höchstwahrscheinlich nicht. Stand jetzt, glaube ich, nicht bei. Ja, für 3 Euro gucke ich jetzt einfach mal, ob das irgendwie funktioniert. So, ich werde es mal mit einem Apfel versuchen. Apfel ganz normal, relativ simpel. Aber auch mal mit einer Kiwi. Weil eine Kiwi kann ich so zum Beispiel nicht entsaften. Mit der normalen Methode. So, starten wir mal. Ja, schon mal ein Fail. Dann halte ich das mal hier fest. Aber ein bisschen mehr reingeben. Ein bisschen nachhelfen oder vielleicht noch kleiner schneiden. Also ich probiere es jetzt wirklich zum ersten Mal aus. Ja, man muss es noch kleiner schneiden. So, haben jetzt noch kein bisschen Saft. Jetzt haben wir schon ein bisschen Saft drin unten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das wäre jetzt ein halber Apfel. Das ist aber nicht sehr viel Saft. Ich komme mal rum, dann sehe ich das selber, wie, ob ihr das seht. Das ist der Saft und hier ist der ganze Trester, der wahrscheinlich extrem feucht ist. Ich versuche jetzt, und der ist nur auf einer Seite, ich versuche jetzt den ganzen Apfel durchzumachen und noch einen zweiten, ob sich das irgendwie noch bessert mit dem Trester und wie feucht er ist. Ja, wie ich es mir schon vor dem Kauf gedacht habe, das ist jetzt der Saft von einem Apfel und der Rest ist Apfelmus. Also hier sieht man den kompletten
fast kompletten, das fast komplette Sieb voller Apfelmus. Also das ist richtig feucht ist das. Ja, so funktioniert das Ganze nicht. Brauche ich eigentlich keinen weiteren Test mehr machen. Aber ich mache es nochmal mit Trauben und mit Kiwi. Orange braucht man ja eh nicht. Kommen ja auch so in Saften. Also mit saftigeren Früchten versuche ich das nochmal. Jetzt probiere ich erstmal den Apfelsaft. Schmeckt auf jeden Fall extrem geil. Oh ja. Aber man hat halt hier ganze Apfelmus. Was ich jetzt noch durch den Beutel ziehen werde. So, ich habe jetzt ca. 200 Gramm Trauben entsaftet. Normalerweise kommen da bei mir dann 180 Milliliter Saft raus. Hier haben wir jetzt ungefähr 100 oder 90 und der Rest ist also nur die Hälfte davon. Die andere Hälfte ist wirklich noch hier drin. Man sieht, ja, ich habe das reingezoomt. Man sieht, wie krass nass das ist. Also richtig Flüssigkeit ist hier sogar drin. Fazit, für nichts zu gebrauchen. Für 3 Euro kriegt man also keinen Entsafter, der irgendwas taugt. Ich probiere es jetzt trotzdem mal. Also schmeckt auf jeden Fall besser, als wenn man es durch ein Küchenhandtuch und Passiertuch durchgibt. Da kommen dann keine anderen Fasern oder Stoffe durch. Aber vielleicht kommt hier sogar ein bisschen Plastik rein, was ein weiterer Nachteil wäre. Stört euch nicht an dem Staubsauger. Das Fazit zu dieser Saftpresse, die ich getestet habe, ist, habe ich ja schon genannt, für nichts zu gebrauchen. Weil ungefähr nur 50% des Saftes wirklich im Auffangbehälter ankommt und 50% einfach extrem nasser Trester ist. Und es gibt es vier Möglichkeiten, drei bis vier Möglichkeiten für Alternativen, die ich mir für mich selber auch überlegt habe. Und da werde ich dann auch, während ich rede, die entsprechenden Links, also Bilder einfügen, samt Link, also den ganzen Browser sozusagen, den ich offen habe. Und zwar ist die eine Möglichkeit, die ich ganz gut finde, eine Handsaftpresse auch mechanisch, die rohe Energie auch mal vorgestellt hat. Und von Burner ist die. Und damit kann man, also die hat so Zacken in dieser, also ihr müsst euch eine normale Zitruspresse vorstellen, dass an vier Seiten noch so Zacken dran sind. Und dann wird das Fruchtfleisch einfach aufgespalten und der Saft läuft so heraus. Und damit kann man halt auch Trauben und Äpfel entsaften. Das ist eine ganz normale Saftpresse eigentlich, nur dass da oben Deckel drauf kommt. Ja, ihr seht das ja jetzt, weil ich einblende. Und dann kann man ein paar Mal einfach hin und her drehen und dann ist der ganze Saft eigentlich schon aus. Und das geht mit Zitrusfrüchten, es geht mit Trauben, es geht mit Äpfel, es geht mit Kiwi, es geht mit Erdbeeren, es geht mit Melone, es geht mit Tomaten, mit Gurken, es geht eigentlich mit fast jeder Frucht. Mit Banane glaube ich nicht. Also mit jeder halbwegs saftigen Frucht. Den gibt es für 15 Euro nur noch bei eBay. Den Link setze ich auch in die Infobox. Und die Links zu den Informationen dazu kann ich jetzt auch hier irgendwo im Video verlinken. Die zweite Möglichkeit ist, und zwar, wenn man zum Beispiel einen Saftfasten macht, dann will man halt auch grüne Säfte trinken. Also nicht nur also Gemüsesäfte, klar kann man damit mit Gurke und Tomate machen, mit Paprika vielleicht auch. Aber man möchte halt auch irgendwie Spinat oder Sellerie und sowas entsaften, ist die zweite Möglichkeit für einen mechanischen Entsafter der Lurch Green Power. Der kostet momentan bei Amazon 42 Euro. Da verlinke ich auch noch ein Testvideo von der Flechthexe, die hat den angetestet.
Also auch komplett mechanisch fand ich eigentlich ziemlich gut. Die dritte Möglichkeit ist, sich einfach einen gebrauchten, normalen Zentrifugalentsafter zu besorgen, den man schon ab 15 Euro kriegt, entweder bei eBay oder bei eBay Kleinanzeigen in der umgebenden Stadt irgendwie. 15 Euro oder von irgendwelchen Verwandten oder Freunden, irgendeinen Alten, sich ausleihen oder halt geschenkt bekommen. Verbraucht dann allerdings halt so circa 200 Watt Strom. Und ja, bei der mechanischen Lurch Green Power, so wie bei elektrischen Geräten, da muss man die natürlich auch noch reinigen nach jedem Benutzen, aber man kann dann auch die Säfte, beim Saftfasten zum Beispiel die Säfte für den ganzen Tag schon fertig machen, so nur einmal reinigen. Also das wäre ein Nachteil. Und dass da halt elektrischen Strom braucht, ist ein Nachteil, aber den kriegt man halt für lau wirklich. Das überlege ich mir vielleicht noch, wenn ich halt wirklich eine Solarzelle mit Batterie mir anlege. Dann ist das auch effizienter, wenn ich statt nur für meinen 15 Watt Laptop auch irgendwie andere Geräte daran habe. Also dann stört das nicht mehr, wenn ich ein, zwei elektrische Geräte manchmal benutze. Das ist eigentlich sinnlos, jetzt so überideologisch zu sein, jetzt nur noch irgendwie mechanische Sachen zu nutzen und sich da irgendwie selber im Weg zu stehen. Also wenn man freie, saubere, unabhängige Energie herstellt und dann auch wirklich ein bisschen übrig hat und dann alte, vorhandene Sachen geschenkt bekommt, auch wenn es jetzt nicht in die Ideologie des irgendwie reinpasst, dann finde ich das trotzdem okay. Das wäre die dritte Sache. Und die vierte Sache ist weiterhin, also ein, nicht weiterhin, sondern einen mechanischen Handmixer. Den gibt es auch von Lurch. Werde ich auch verlinken. Für 30 Euro, glaube ich, circa. Oder 25. Damit dann alles halt wirklich klein mixen. Die Umdrehung ist gar nicht mal so, ja, so schwach. Natürlich ist der mechanische Mixer kein Hochleistungsmixer, aber das kann man dann halt auch durch einen Nussmilchbeutel ziehen oder Wäschesack oder Nylonstrumpf. Und dann muss da wirklich fast gar nichts reinigen. Das ist auch komplett mechanisch, kostet 25 bis 30 Euro. Man hat gleichzeitig einen Handmixer, also hat seinen Mixer ersetzt. Und man kann damit auch grüne Säfte machen. Also man kann damit halt auch grüne Sachen zusammen mit gefiltertem Wasser mixen. Und durch einen Nussmilchbeutel oder Nylonwäschesack, Nylonwäschestrumpf oder ein Passiertuch, ein ganz normales Küchenhandtuch, das man ausgewaschen hat, durchziehen und hat man auch seinen Saft. Also das sind so die vier Möglichkeiten, wo ich momentan auch überlege. Die Leute, die das auch überlegen, die können ja auch mal schreiben, was ihr dazu denkt, was irgendwie am sinnvollsten sein könnte. Ich weiß gar nicht wohin. Also ich tendiere eigentlich zu dem Mixer, weil man dann halt auch wirklich den Mixer ersetzt hat und dann braucht man eigentlich keine zusätzliche Saftpresse. Aber da muss ich dann, werde ich dann wahrscheinlich erstmal gucken, wie das dann in der Praxis aussieht mit dem Mixer. Ansonsten denke ich mal, dass ich elektrischen Entsafter für günstig bekommen könnte oder für nichts, dass ich so einen vielleicht zeitweise mal auch übernehme, weil ich momentan wirklich gar kein Geld habe, ein bisschen in den Miesen stehe. Ja, also den Lurch Green Power, den Lurch Mixer, die Burner-Saftpresse und eine elektrische. Also die Burner-Saftpresse hat natürlich noch den Vorteil, sie ist sehr kompakt und für unterwegs geeignet, zum Beispiel auf einem Festival oder so oder auf längeren Reisen. Da kann man jetzt nicht den Lurch Green Power Saftpresse verwenden, weil man braucht halt wirklich eine hohe mechanische Kraft, deswegen hat auch einen langen Hebel und man muss das Ding dann an Tisch oder sowas festklemmen, damit das reibungslos ist jetzt paradox, ihr wisst, was ich meine, damit es reibungslos funktioniert. Und beim Elektrischen hat man natürlich auch die Sache, dass man damit nicht sehr mobil ist, sag ich mal so, und auch ziemlich schwer ist und Platz wegnimmt. Aber man hat da dann halt keine grünen Säfte. Aber das braucht man halt auch wirklich nur, wenn man ja ein Saftfasten macht oder regelmäßig Grassaft trinkt. Deswegen
könnte man das so machen, also ich habe es jetzt gerade überlegt, dass man für zu Hause halt wirklich diesen mechanischen Handmixer nimmt, plus Passiertuch oder Nussmilchbeutel, Nylonstrumpf, Wäschesack. Damit kann man die Grünsäfte machen. Mixer sollte man eh haben, ist ganz nützlich. Und ja, wenn es halt schnell gehen soll und für mehr Einfachheit, kann man sich dann noch den Burner holen. Das finde ich halt auch nicht nur für unterwegs ganz gut, weil das ist halt wirklich extrem simpel und die ganze Frucht wird dadurch, was ich auch im verlinkten Video oder was im verlinkten Video auch gezeigt wird, die ganze Frucht wird restlos sozusagen zu Saft verarbeitet. Natürlich nicht restlos, aber es hängt nichts mehr drin sozusagen. Also es wird alles verwertet, was verwertet werden kann. Und es geht halt ziemlich schnell. Man packt da eine ganze Kiwi rein, dreht da zwei, dreimal hin und her, ist schon kompletter Saft raus, ohne irgendwelche Reste. Beim Handmixer müsste man wirklich halt alles klein schneiden, dann ziemlich lange mixen, dann durch den Nussmilchbeutel ziehen, dann den Nussmilchbeutel säubern, das säubern. Aber ich glaube, die Kombination aus diesem Mixer und dieser Burner-Saftpresse ist so das Idealste. Und dann kann man auch direkt auf die Elektrizität verzichten, wenn man denn will. Ja, damit kriegen wir auch die grünen Säfte, damit haben wir eigentlich gar keine Nachteile mehr. Dann hat man was für unterwegs, dann hat man was, was schnell geht. Man hat seine grünen Säfte und ja, mehr Ansprüche habe ich da jetzt eigentlich nicht drin. Aber ich wollte trotzdem mal diese vier Sachen vorstellen und analysieren und könnt mir gerne schreiben, was ihr dazu sagen würdet, was ihr davon haltet und ja, ob ihr das auch so machen würdet mit der Kombination aus diesen beiden Möglichkeiten. Alles klar. Bis zum nächsten Mal.